Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Mehrere Filme aus Premiere Pro können Sie durch After Effects-Kompositionen ersetzen. Fügen Sie in After Effects Effekte hinzu und übergeben die Daten wieder an Premiere. Dynamic Link macht dieses Zusammenspiel einfach möglich. Sehen Sie selbst. Wer gleich das gesamte Production Premium Paket von Adobe einsetzt, der wird sich freuen, dass das Ganze jetzt noch enger zusammenarbeitet. Ich habe hier eine Reihe von Clips in Premiere, können wir mal kurz anspielen. Stuntfahrer Rainer Schwarz versetzt seine Zuschauer mit spektakulären Motorradaktionen. Und hier möchte ich ganz gerne eine After Effects Komposition machen, ein bisschen Effekte in After Effects hinzufügen, vielleicht ein bisschen was an der Farbe, ein bisschen Leuchten oder ähnliches. Und was wir jetzt machen können, ist einfach hier mehrere Clips markieren in Premiere. Wenn man einen Rechtsklick auf die Clips. Und hier finden wir jetzt die Funktion durch After Effects Komposition ersetzen. Das Ganze findet man hier auch im Menü. Adobe Dynamic Link oder Datei durch After Effects Komposition ersetzen. Genau die gleiche Funktion. Wenn wir die jetzt aufrufen, dann übergibt Premiere die Clips an After Effects. Ich muss das Projekt einmal sichern. Ich nenne es jetzt hier einfach Stunt Show Rainer Schwarz. Okay. Und Premiere übergibt jetzt die ganzen einzelnen Clips an After Effects. Zoomen mal hier ein bisschen raus. Wir sehen also auch, Clips sind noch alle da. Und wir können jetzt sozusagen unsere Effekte dort hinzufügen, so wie wir das gerne hätten. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier Ebene neu. Wir nehmen eine Einstellungsebene darüber. Und in die Einstellungsebene nehmen wir jetzt mal hier, es gibt in After Effects so einen netten Zeichentrick-Effekt, der ist ganz neu. Haben wir den auch gleich mal gesehen. Den kann ich hier jetzt draufziehen auf den Clip. Und dann sieht man, der macht im Prinzip ja hier so nette Comic-Animation, so ein Comic-Look. Wir können hier zum Beispiel auch sagen, wir wollen nur die Füllung haben, keine Ränder. Und dann ein bisschen experimentieren, Detailradius. Hier meinetwegen auf 10 setzen. Und ja, vielleicht ein bisschen weniger Schattierung. 40. Und so kann man halt so ein bisschen damit experimentieren, mit diesem Comic-Look, den After Effects dort generieren kann. Das Ganze speichern wir in After Effects, wobei das Speichern gar nicht mal unbedingt notwendig ist. Und jetzt kehren wir zurück zu Premiere. Und wir sehen, in Premiere habe ich jetzt automatisch diesen Comic-Look. Das heißt, Premiere und After Effects haben sich jetzt verbunden. Wir können das hier abspielen. Klar, es ruckelt hier natürlich jetzt ordentlich, weil der Effekt kann nicht live abgespielt werden. Aber ich habe ihn zumindest schon mal hier. Und ich kann in Premiere auch hingehen, meinen Arbeitsbereich mal setzen und hier jetzt sagen, okay, den Bereich müssen wir berechnen. Das Einzige, was nicht ganz geklappt hat, man sieht das hier jetzt sehr schön, die Blenden sind verloren gegangen. Vorher hatte ich in den Link aus After Effects bzw. über den Clip geblendet. Das ist mir jetzt hier verloren gegangen. Das heißt, die Blenden, die muss ich im Nachhinein wieder einbauen, was aber auch nicht so kritisch ist. Jetzt können wir das Ganze mal berechnen. Premiere rechnet an dieser Stelle auch nicht schneller als After Effects, aber immerhin auch nicht langsamer. Das heißt, wir haben im Prinzip bei der Berechnung die gleiche Performance. Und wir warten jetzt einfach mal kurz, bis der Clip fertig gerechnet ist. Wir heizen dem Publikum auf zwei Bühnen ein. Der offizielle Harley-Davidson-Stuntfahrer Rainer Schwarz versetzt seine Zuschauer mit spektakulären Motorradaktionen in Staunen. Und so hat man jetzt mal gesehen, wie ich mein Dynamic Link aus After Effects in Premiere übernehmen kann. Was passiert, wenn ich jetzt Daten ändere? Wir gehen mal wieder zurück zu After Effects und sagen, okay, diesen Comic-Look, den wollen wir ein bisschen ändern. Wir wollen jetzt nur die Ränder haben. Das heißt, nur noch Outlines davon berechnen lassen. Und die vielleicht auch nicht ganz so dick. Setzen wir die Breite mal runter auf 1. Und wir haben hier auch einen Schwellenwert, mit dem man ein bisschen experimentieren kann. Ah, und das ist vielleicht der Look, den ich mir so vorstelle. Und auch damit gehen wir zurück zu Premiere. Vielleicht darauf achten, ich speichere jetzt hier nicht, sondern kehre zurück zu Premiere. Jetzt sieht man zwar, dass meine Vorschauen gelöscht sind, aber immerhin habe ich jetzt hier wieder live meinen Dynamic Link. Rainer Schwarz versetzt seine Zuschauer mit spektakulären Motorradaktionen in Staunen. Und das ist sozusagen das Nette in der Zusammenarbeit zwischen Premiere und After Effects über Dynamic Link, dass die Daten eben hier sofort zur Verfügung stehen. Ich muss sie natürlich unter Umständen nochmal berechnen lassen hier in Premiere. Und denkt dran, immer schön grinsen.